Hallo Leute, und es geht weiter mit der nächsten Quest. Aufgabe. Ich bin mal ruhig, weil eine Videosequenz kommen würde. Volpe, wie geht's in Roma? Sehr gut, Ezio. Die französischen und päpstlichen Truppen sind in Aufruhr. Dann ist es fast soweit. Ruft die Assassinen zusammen und holt Claudia. Sogleich? Ja. Ja. Habt ihr gehört? La Ashaya Vakin Mutlak, Belkulun Munkin. Die Weisheit unseres Credos steckt in diesen Worten. Wir arbeiten im Dunkeln, um dem Licht zu dienen. Wir sind Assassinen. Claudia, wir widmen unser Leben dem Schutz von Freiheit und Menschlichkeit. Mario, unser Vater und unsere Brüder standen einst an diesem Feuer, um das Dunkel zu besiegen. Jetzt gebe ich dir die Wahl. Trete bei. Ihr und ich, wir waren uns in vielen Dingen nicht einig. Niccolò! Aber ihr seid genau das, was der Orden brauchte. Ihr habt den Angriff auf die Templer geführt und die Bruderschaft neu aufgestellt. Nun muss Ezio den Platz einnehmen, der ihm zusteht. Als Anführer der Assassini. Ezio, Auditore da Firenze. Von heute an seid ihr Il Mentore, der Hüter des Ordens und seiner Geheimnisse. Wo andere blindlings der Wahrheit folgen, bedenkend. Nichts ist wahr. Wo andere begrenzt sind von Moral oder Gesetz, bedenkend. Alles ist erlaubt. Warum dieser schnelle Sinneswandel? Ich war stets auf eurer Seite. Ich war es, der euch nach Roma brachte und der die Explosion verursachte, als ihr aus der Burg floht. Die Mercenari, die euch im Kolosseum beschützten, waren auch meine. Nur, dass ihr es nicht wusstet. Maestro Machiavelli! Cesare kehrt allein nach Roma zurück! Und er reitet zur Engelsburg! Grazie. Nun? Es ist eure Entscheidung, nicht meine. Niccolò. Hört bloß nicht auf zu sagen, was ihr denkt. Warum sonst sollte ich nach der Meinung meines besten Beraters fragen? Dann tötet sie, Mentore. Vollendet euer Werk. Ein guter Rat. Eines Tages schreibe ich ein Buch über euch. Tut ihr das? Fasst euch kurz. Ja. Falls ihr euch wundert, warum, da hat der auch kein Ding gemacht, der hat ja gar nicht die alten Außenposten gemacht. Ganz einfach der Grund. Aufstieg, 100%, ja. Der hat ja, ich hab aus dem Grund gemacht, weil das einfach zu lange dauert, sonst Make-up in Bad 250 ja noch nicht fertig. Also, ich weiß auch nicht, wann das Game Ende ist, also, boah, keine Ahnung. Da ist schon viele Parts, wo eigentlich nur ein bisschen was ist, nur eigentlich nur Scheiße rum und so. Ja, darum habe ich immer gesagt, ich mache nur die Hauptquests und die anderen mache ich vielleicht nebensächlich oder so. Sequenz 8 Borgia. Das war's von meiner Seite. Nein, also, dass ich nur die Hauptquests mache, nicht mehr die Nebenquests. Weil die für mich nur die Story eigentlich wichtig ist. Verdammt. Das war eine schlechte Idee. Ja, neue Gegenstände, damit muss ich dann okay. Auftragsattentate. Ah ja. In Vero, es ist fahrlässig hier vorbeizugehen, ohne durch meine fantastische. Genauso wie Pistoleonardus, das muss man überlegen.
nicht, die machen dann aber auch wirklich das, was ich für den machen müssen. Aber ich glaube nicht. Sehr unterhaltsam. Und zwei habe ich, glaube ich, schon gekriegt. Zwei war es, glaube ich, schon. Aber... naja. Ups. Ja, ich bitte alle, die Gebäude des Riona ist. Wo müssen wir überhaupt hin? Wo müssen wir hin? Wo? Ja, da müssen wir hin. Ja, nee, nicht da. Da, genau. Ich hoffe, man hört mich jetzt gut. Ich habe die Eltern nutzen. Da ist die Audio jetzt nicht mehr verändern muss. Sonst muss ich das Video mal entrauschen, weil das Video extrem laut gerauscht hat. Das hört man, glaube ich, auch raus, wenn man den Sound auf laut stellt. Ich glaube, jetzt hört man mich besser. Ich habe den Sound noch ein bisschen leiser gemacht. Verdammt. Jetzt ging mal schon eine Linksklinke aus. Ich glaube, es war fair. Macht habe ich zwar gerne zu stellen. Das macht das Game wohl nicht. Da hinten. Zack. Ja, voll runter. Macht ja nichts. Nein. Ja. Wir sind gerade pälisch. Und allen Durchreisenden seine wärmsten und herzlichsten Willkommensgrüße. Ich sehe ihn bei. Er ist zu gut. Aber wie? Mal einen guten Grund. Da auf den Weg gehen, danke. Bitte die töten, danke. Das ist hier Sperrgebiet. So, ganz einfacher Weg. Zack, zack. Zack, zack. Und den vorletzten Jump fail ich natürlich. Das ist alles mit Absicht. Ich weiß gar nicht, warum der so gesprungen ist jetzt. Komme. Freundlich. Ich hätte da keinen Anspruch gemacht. Ja. Man sitzt jetzt schon wieder. Ja, das macht ja auch nichts. So, jetzt sind wir wieder in der Burg. Wo wir auch sein wollten natürlich. Um. Requiem, keine Ahnung, sagt mir, wenn es was falsch ist, mir egal. Ins Umfeld der Engelsburg eindringen und dem Papst, dem in den päpstlichen Gemächern konfrontieren, ist entdeckt werden. Okay. Ich glaube, da fällt ich gerade schon mal dann gleich. Weil ich entdeckt werden. Witzig. Ja, da hat mich auch was gesehen. Den müssen wir jetzt so ausschalten. Einfach Bierchen. Hä? Komisch. Kann was gerade machen? Hä? Nein. Hä? Bin ich am besten hoch. Wo komme ich hier am besten hoch? Ich glaube von da. Nee. Böse. Du sollst da hoch. Zack. Da ist noch eine Leiter. Ja, schön. Gegner sind hier keine. Gut. Aber check mal schon mal rein. So. Und wir rufen wieder unseren Assassinen kurz, der uns zur Seite steht. Und die Wachen vom Leib halten. Was natürlich auch logisch ist. Und wo ich nicht drauf klettern kann. Ah. Müssen wir mal gucken. Wir sind nach hoch. Wie komme ich hier hoch? Wie komme ich da hoch? Gut, so komme ich. Nein! Voreiliges Handeln ist nicht gut.
13 Festhalte, ich hab schon Gold. Super. Gut. Oh, entfernt. Da steigt er aus. Ich muss den Papst sehen! Seine Heiligkeit wartet oben in der Burg in seinen Gemächern. Geh mir aus dem Weg! Das sieht aber auch richtig schön rage. Geheimtyp finden. Ja, okay, wenn er das so will. Unbedingt die Geheimtür finden will. Bitte. Hallo. Das war jetzt knapp. Jetzt hat er mich entdeckt. Schlaue Idee. Also die Drachen mutieren sich ja nicht. Wenn da hinten die Geheimtür ist, dann bring ich sie um. Das kann er einfach so machen. Da ist die Geheimtür, oder? Ich hab was rein. Wow, das stimmt, ist zu weit. Gut. Keine Signale verfügbar. Leider. Das ist ein Problem. Das ist Wunderfalle. Ich kenne mich.